Fazit nicht für mich. Gut. Damit wären wir wieder hier, richtig? Und hier hat sich alles beruhigt. Nein, der Alarm schrillt. Oh, da steht der Bedienstete. Okay. Hat der wieder den Alarm ausgelöst jetzt? Die Frage ist, können wir die Kamera jetzt noch ausschalten? Ja, ja, malme mal. Aber wieso kommst du nicht raus aus deinem... So, wir konnten sie noch deaktivieren. Hat der hinter sich auch irgendwelche Geheimgänge? Nee. Und hier ist der kleine Novize. Nun, den lasse ich mal in Frieden. Zellenblock 1 und 2. Irgendwie fehlt mir hier noch ein bisschen was. Ach, das ist der wieder. So, das sind ja die Gefangenen nur wieder. Ich will das jetzt testen. Ich hüpfe jetzt da ins Wasser. Genau, nehmt es mir nicht übel. Hallo? Danke. Ich muss das jetzt einfach wissen. Irgendwo muss es doch hingehen hier. Auf diesem Wege. Und da geht es nämlich schon mal nicht weiter, oder? Gegen die Strömung schwimmt Garrett nicht. Da ist er nicht stark genug. Dann versuchen wir unser Glück mit der Strömung. Und landen wo? Oh, ein Wasserfall. Ich und meine elende Neugierde. Ich werde das so bereuen. Luft anhalten. Und nochmal. Ja, ich hab's bereut. Mist. Und wie ich's gerade bereut habe. Ich und meine elende Neugier. Nun. Ja, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief Dog Project. Lang ist her, seit wir hier gewesen sind, hier unten. Was ist das? Eine schwebende Bewusstlose. Okay. Verwirrt mich doch nicht so. Gut. Das ist der Weg zurück. Vollkommen planlos. Ich weiß, es gibt noch einen Raum, wo dieser Inquisitor rumstiefelt. Den wollte ich eigentlich finden. Und dann halt... Ich weiß nicht, ob der auch noch irgendwelche Schätze birgt. Können wir schon auf die Statistik gucken eigentlich? Fertigkarte? Nein. Können wir nicht. Entkommen Sie mit Kathi und Basso, töten Sie niemanden. Und wo die eingekerkert sind, das haben wir ja in Erfahrung gebracht. Genau. Das haben wir ja in Erfahrung gebracht. Da pfeift auch noch einer. Ich dachte schon, das ist der Alarm, den ich jetzt höre. Nein, ist er nicht. Und das ist der Aufzug. Okay, ich bin gerade planlos. Fabrik geht hier lang. Also folgen wir dem Weg. Genau, auf das Moos und dann hier durch. Oh, stimmt, da stand ja noch einer. Nein, hier ist niemand. Der Alarm ist in 1 und 2. Das ist für uns egal.
Nein, ich hüpfe jetzt nicht wieder da rein. Wo ist Kathi? Kathi waren 4, ne? Hatte ich mir ja aufgeschrieben, genau. Kathi war in 4. Gut. Die kommen nicht hoch, glaube ich. Wenn die da unten nach mir suchen, dann können sie gucken, wie sie schwarz werden. Schlüssel weg, bitte. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Verwirrung. So, seht zu, dass ihr... Ich weiß nicht, kämpfen die auch gegen die Hamariten oder lassen die sich abschlachten? Ich glaube, die Zellen sind bis auf diese Glückshand von Isset sind die leer. Also schnell zu Kathi. Ich weiß, es gibt hier noch eine Folterkammer und so, aber wenn ich die jetzt nicht finde... Leute, tut's mir leid. Hi. Na komm, mein Alter. Jetzt holen wir dich hier raus und mir mein Geld. Muss dich leider enttäuschen. Ich gehe nirgends mehr hin. Gut, dass du stirbst, Kathi. Sonst müsste ich dich umbringen, weil du mich schon wieder versetzt hast. Tja, Junge. Ich schulde dir was. Also, Felix hat unten in den Katakomben nach dem Quintushorn gesucht. Hat mir seine Aufzeichnungen dagelassen. Die Hamariten bekamen sie in die Finger, haben sie in ihre Truhe für Beweisstücke gelegt. Du weißt schon, ihre Beutesammlung. Oben in den Offiziersquartieren. Geheimgang auch da oben. Die Feuchtigkeit. Meine Lunge. Geheimgang auch da oben. Ja, das ist der, den wir nicht geöffnet haben. Weil es nicht ging. So, das hat sich erledigt. Entkommen Sie mit Basso, töten Sie niemanden. Durchsuchen Sie die Anlage nach Wertsachen. Suchen Sie die Beweisstücksammlung und nehmen Sie Kathis Karte an sich. Das haben wir schon getan. Suchen Sie den Battle Isset. Genau, bringen Sie in Erfahrung, wo Basso eingekerkert ist. Da oben waren wir also schon. Das hat sich erledigt. Wir müssen nicht nochmal da hoch. Geheimgang auch da oben. Ja, schön, aber hat mir ja jetzt nicht viel gebracht. Gut. Können wir mit Basso eigentlich dann wieder da lang durch das Wasser? Dann sind wir relativ schnell im Bergwerk zurück. Wäre doch mal eine Option. So, dann wollen wir euch mal... Ich mache aber mal vorsichtshalber zu, ehe du auf dumme Gedanken kommst, wenn ich dann aufgemacht habe. Rettet mich! Geben wir den ganzen Gefangenen eine Chance. Was denn, der ist immer noch hier unterwegs. Hier ist ein Kerl. Spinnt die Tür wieder. Ist der jetzt raus aus Nummer 10? Oder... Ja. Gut, der ist raus. Alles klar, ich weiß nur nicht. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit der Nummer 1, denke ich. Ja. Sinnlose Tür gewesen. Zellenblock 4, Etage 1, nein. Etage 1 will ich nicht. Wer läuft hier rum? Das war eure letzte Warnung. Meinst du mich? Sind die da unten unterwegs? Das kann natürlich auch sein. Ist das Basso? Nein, das ist eine Leiche. Wo ist Basso? Mm-hmm.
ist Basu? Sollte der nicht in Zellenblock 3? Ach Mist, wir sind gerade wieder in die 4 gegangen, oder? Zellenblock 3 ist dort, genau. Jetzt klingelt es schon wieder. Nein, Freunde. Diesmal wird's ignoriert. Zellenblock 3. Der muss hier sein, Basu. Aber wo ist die gute Frage? Und da war ich doch an der Tür. Ja, sorry Leute, aber... Die Neuerscheinung von John Ronald Royal Tolkien muss man doch in Empfang nehmen und kann sie nicht erst den Nachbarn anvertrauen. Gut. Was haben wir jetzt noch zu tun? Ah ja. Ich bin so euphorisch über meine neue Anschaffung, dass ich da gar nicht dran gedacht habe. Wir müssen jetzt Basso schnappen und aus dem Crackscleft-Gefängnis entkommen. Sehe ich das richtig? Da. Tja, das ist Basso. Wäre einfacher, wenn er nicht ohnmächtig wäre. Ich muss ihn wohl hinaustragen. Musst du wohl. Wie viel Loot haben wir? 1688. Na, können wir uns ein bisschen was für die nächste Mission kaufen. Gut, mein Lieber, dann komm mal mit. Bringen Sie in Erfahrung, wo Basso eingekauft ist, befreien Sie ihn, entkommen Sie mit Basso und töten Sie niemanden. Genau. Das sollte doch jetzt machbar sein. Wo müssen wir lang? Ist hier immer noch Remy Demi oder... Wen willst du finden und zermalmen? Da lang geht's. Genau, das ist mein Plan. Dann kann der gerne weitersuchen, der Hamarit. Ohne uns. Und ich schätze mal, das wird jetzt hier nicht mehr so lang. Deswegen werde ich das wohl mit ran basteln, wo ich schneiden musste wegen der Post. Na, hoffentlich hält Basso die Luft an. Wenn der uns jetzt hier ertrinkt, das wäre natürlich peinlich. Also Garrett, immer schön... den Kopf aus dem Wasser. Und so wie du den guten Basso trägst, ist sein Kopf im Wasser. Aber okay. Dann raus hier. Junge. Junge, raus hier, habe ich gesagt. Danke. Und dann nichts wie weg. Gut. Tiefer rein ins Bergwerk und in die Freiheit. So, noch einen kurzen Zwischenspeicher. Wenigstens einen konnten wir retten, wenn Kathi schon da drin seinen Verletzungen, folterbedingten Verletzungen erlegen ist. Ich glaube, ich laufe hier gerade komplett falsch. Kann das sein? Wie immer. Da geht es, glaube ich, nicht raus. Da müssen wir lang, oder? Da ist ein zermatschter Zombie. Das sieht doch gut aus. Das könnte doch der Ausweg sein. Oh Gott, ich war viel zu lange nicht mehr hier. So. Wo müssen wir jetzt weiter? Und wie viele Zombies sind hier noch zugegen? Haben wir dieses komische Skelett? Das haben wir, glaube ich, ne? Ja. Der kann uns nicht abschießen mit seinem Kopf mehr. Immerhin, das ist doch schon was wert. Okay, noch ein zermatschter Zombie. Mehrere zermatschte Zombies. Das sieht doch gut aus. Da ist wieder Wasser. Wo müssen wir hin? Entgegen den Schildern zur Fabrik. Es sei denn, nein, das ist nicht die Höhle, wo die ganzen liegen. Da sollten wir ja auch nicht nochmal vorbeikommen, denke ich. Ich glaube, ich laufe hier gerade im Kreis. Zumindest habe ich so ein komisches Gefühl. Da ist die Kapelle. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Ja, wir hätten hier einfacher herkommen können. Nun gut. Aber was soll's. Hauptsache, wir kommen raus. Aber nicht da lang. Soll ich das jetzt wirklich? Ist das euer Ernst? Das muss doch auch einfacher gehen, oder? Wie wär's mit dem Fahrstuhl?
Ich möchte bitte nach unten. Basso. Okay, ich konnte ihn gerade nicht aufheben. Machen wir das, wenn der Fahrstuhl gestoppt hat? Ja, gut. Geht wieder. Da liegt ein schlafender Freund. Da wollen wir natürlich nicht hin. So, wir gehen da lang. Der schlafende Freund kann sich weiter ausruhen. Vielleicht kommen ein paar Gefangene vorbei und leisten ihm Gesellschaft. Oder ein paar Hamariten. Jedenfalls nicht wir. Und da ist ja schon der Fliegenfreund. Dann sind wir doch schon draußen. Hoch da. Genau, durch dieses Wasser sind wir reingekommen. Durch dieses Wasser gehen wir wieder raus und beenden die Mission. So, warum habe ich das nicht schon viel früher getan? Im Grunde hätte ich doch... ja, das schon beenden können, das Level. Schon lange. Nun gut. Aber man hat dann so seine Horrorvorstellungen vor dem Spielchen. Und gut gemacht, auch dass Garrett hier viel langsamer vorankommt mit seiner Last. Endlich wieder Tageslicht. Ja, und diese Horrorvorstellungen halten einen oft ab. Auftrag erfüllt. Das hört sich doch gut an. Genau, das haben wir ja schon immer mal angeguckt. Statistik, Schwierigkeit, Experte, Gesamtzeit, fast 2 Stunden. Die komplette Beute haben wir bekommen. Taschendiebstähle haben wir nicht alle, ja, das stimmt schon. Niedergeschlagen, 21 Leute, das haben wir kassiert, ja klar. 6 Wunden wegen dem Magier, Heiltränke 4. Das ist das Essen, das dann gewirkt hat wahrscheinlich. Gut, getötete Unschuldige keine, die übrigen Toten 3. 3 Tote, aber nicht von uns getötet, weil sonst wäre es ja vorbei. Gesamtspielzeit 2 Stunden 26 Minuten. Ja, klingt doch ganz passabel. Dann schauen wir uns das Briefing zur nächsten Mission an, decken uns mit Vorräten ein und... genau. Freuen uns auf die Jagd nach dem Horn. Nach der Schlappe im Gefängnis war ich ziemlich schlecht auf Carty zu sprechen. Aber was soll's? Er kann nichts dafür, dass die Hamariten ihm das angetan haben. Also beschloss ich, das Horn zu suchen. Felix hatte es mal erwähnt. Ich habe ja gar keine Wahl. Das Wohngeld ist fällig und mein Vermieter ist noch unerbittlicher als die Hamariten. Die Lage des Eingangs ist recht genau eingetragen. Schade. Die Karte zeigt nicht an, wo sie das Horn lagern. Felix hat sich vor seinem Aufbruch ein wenig umgesehen und notiert, dass das Horn im Grab der Adelsfamilie Quinus liegt. Schätze, ich muss das Gebiet einfach durchforsten. Der gute Felix meinte noch, dass es in den Katakomben spukt. Viele glauben nichts, aber fürchten alles. Vielleicht sollte ich vorher einen Schluck Weihwasser nehmen. Du wirst irgendwann nicht mehr so ketzerisch reden, das ist jetzt schon mal klar, mein Guter. So, Schwierigkeit, Experte, durchsuchen Sie die uralten Katakomben und bergen Sie das legendäre Quinushorn. Suchen und bergen Sie außerdem Quinushorn auch den berühmten Edelstein Seele des Mystikers. Was nützen den Toten Ihre Schätze noch? Erleichtern Sie sie um Gegenstände im Goldwert von mindestens 2000. Zur Seele des Mystikers gab es einen Schwesterstein, das Herz des Mystikers. Er soll ebenfalls in den Katakomben liegen. Suchen Sie ihn und nehmen Sie ihn an sich. Kehren Sie an die Erdoberfläche zurück, sobald Sie haben, weswegen Sie hier sind. Fortfahren. Waren für Verkauf. Ich würde sagen... eins, zwei, drei.
Dann, was haben wir denn? Seilpfeil, 8 Stück haben wir. Lärmpfeile, nee, 3 Heiltränke haben wir auch. Was haben wir übrig? 488. Dann nehmen wir noch 2 hiervon. Genau. Dann sollte es das gewesen sein. Geheimtipps gibt es keine zum Kaufen diesmal. Und willkommen auf dem Friedhof oder einem verlassenen Friedhof, was auch immer, der den Eingang der Katakomben markiert. Ja, an dieser Stelle will ich aber jetzt nochmal sagen, ich werde mich wirklich bemühen, dass... Ich kann nicht sagen, dass es hiermit dann gleich jetzt weitergeht im Anschluss, aber ich werde in Zukunft wirklich nur noch Missionen hochladen, wenn sie komplett im Kasten sind und nicht wieder mittendrin abbrechen. Das war jetzt ein bisschen dem Problem geschuldet, dass die Festplatte vom Rechner bzw. der Rechner irgendwie hochging und ich quasi die Speicherstände wieder herstellen musste, wieder an die Stelle kommen musste und ja, war halt alles ein bisschen doof und deswegen entstanden dann die Pausen. Eigentlich hatte ich auch vor, das Ganze hier levelweise durchzuziehen, aber naja, da konnte ich wahrscheinlich noch froh sein, dass die Parts an sich gerettet werden konnten, weil auf externer Festplatte und nicht auch noch mit im Eimer waren schließlich. Gut, so viel dazu. Also wie gesagt, wenn ich hier weiterspielen sollte, wenn hier dann diese Mission an den Start geht auf meinem YouTube-Kanal, heißt das, dass sie komplett im Kasten ist. So wird es ab jetzt laufen und nicht anders. Da kann es natürlich jetzt auch wieder zu Wartezeiten kommen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe auch gerade Lust auf diverse andere Spiele und vielleicht mache ich auch da erstmal weiter, aber es wird definitiv vorangehen, es wird weitergehen und vielleicht ist ja auch bei den anderen Projekten was dabei, das interessiert. Gut, bevor ich mir jetzt hier aber, beziehungsweise bevor Garrett sich hier die Beine in den Bauch steht, mache ich einen kurzen Schnitt, er darf sich kurz hinsetzen und wir sehen uns dann, sobald es aufgenommen ist, komplett in der nächsten Mission wieder. Bis dahin, ciao Freunde!